Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die 2, also Ausrufezeichen 2, mit der Erweiterung Feuer und Wasser. Und wir haben es jetzt langsam mal endlich zu dem Endlosmodus geschafft, sind jetzt in der Bibliothek, heißt das Level, wieder mit Mr. Ron Kiwi. Ameisenscheiße. Natürlich, da habe ich auch gerade dran gedacht. Seit dem letzten Mal, das ist bestimmt schon ein paar Monate her, ein, zwei Monate her, wo wir das letzte Mal Orcs Must Die aufgenommen haben und haben uns jetzt mal entschlossen, Mensch, da sind wir ja noch nicht ganz fertig mit. Und das wollen wir jetzt versuchen zu beenden. Und in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben, sind noch zwei DLCs dazugekommen. Mal sehen, ob wir die noch spielen, das schauen wir dann. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Spiel starten. Ganz genau. Ich bin heute vertreten gleich mit einer, mit dem Blitze, Ring der Blitze, so rum. Und noch mit ein paar anderen Sachen, seht ihr gleich. Ja. Also wir haben uns jetzt auch nicht eingespielt, also wenn das jetzt mehr ein Let's Fail, ein Endlosspiel wird, dann ist das leider so. Also ich nehme die Donnerbüchse, die Ring der Blitze, Pfeilwand, Thea, die Sporenpilze, vielleicht können wir damit nochmal ein bisschen was gut machen. Und zu guter Letzt wollte ich nochmal die Bogenschützen nehmen. Kevin hat sein Zepter der Beherrschung, den Klingenstab, Ring der Blitze, Verdrescher, Säurensprüher und den Manabon. Was, eine Frage noch. Ja? Ich habe jetzt ja noch die Eisfalle. Soll ich die gegen irgendwas ersetzen? Die Eisfalle? Also, hast du auch im Dings drin? Also jetzt für... Also hast du die jetzt unten im Inventar sozusagen drin, die Eisfalle, oder? Ja, auch komplett verbessert. Ja, wenn du den Platz noch hast, kannst du die ja nehmen. Nein, nein. Anstatt den Säuresprüher. Ja gut, dafür könnte ich die Pfeilwand nehmen. Und hier hast du ja, wenn du hier guckst, hast du nur zweimal die Möglichkeit... Noch nicht mal zweimal die Möglichkeit, einen Säuresprüher anzubringen. Also würde ich sagen, du nimmst lieber eine Bodenfalle. Okay, gut, dann hat sich's geklärt. Okay, ich fang schon mal an mit Bauen. Guck mal. Ach, dein neues Outfit. Beim nächsten Mal sollte ich doch Federn mitbringen. Ja. So, ich baue jetzt erst. Welche Seite übernehme ich eigentlich? Ach, die andere. Ich kann ja dann nur hier welche hin. Ja, Sporenpilze. Ich glaube, da in der Verengung mache ich mal die ersten Sporenpilze rein. Mach die doch einfach sehr zentral. Und einfach in einer Reihe sehr zentral. Ja. Und lieber hier hinten. Ach nee, doch nicht. Nee, lieber vorne. Weil dann kommen auch nicht nur die Schnellen da durch. Wo baust du denn mal einen Mana-Brunnen hin? Irgendwo in der Mitte. Das kommt später. Achso, wie du meinst. Gut, jetzt kommen ja erstmal nur die einfachen Gegner. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Wollen wir mal einfach mal wetten, bis welche Welle schaffen wir es? Das können wir doch mal vorher machen. Also, wer gewinnt? Der... Gewinnt gibt's hier nicht. Ich meine nur, welche Welle schaffen wir? Ich meinte, wer mit seiner Wette am dichtesten dran ist, der gewinnt. Und dann gucken wir mal am Ende, was da rauskommt. So, ich schätze mal... Aber es ist auch mal, kannst du so gut sabotieren, wenn man irgendwas geschätzt hat. Na gut, wir werden wohl. Welle 1! Nein, mein Schatz. Also ernsthaft würde ich jetzt sagen, und Regeln sind halt nicht sabotieren, wie ich gerade schon angemerkt habe. Also, schätzen tue ich, jetzt muss ich mal echt nachdenken, sehr gut nachdenken. Ach, sag doch jetzt einfach eine Zahl. Welle 25. Okay, ich sag 22. Verdammt. Nicht sabotieren. Können wir? Okay. Ich habe hier gerade festgestellt, ich bin im Nachteil. Du hast hier oben noch so Fässer und ich habe die gar nicht. Ich habe einen Kronleuchter. Ach da habe ich auch noch Fässer. Okay, danke. Ja, bitte. Gut, beginn. Let's start the game. Mal sehen, weiß ich noch, wie man schießt? Ja, mit rechter Maustaste. Oder war es eher Ironie? Ja, ein bisschen. Ich meine ja nur, weil wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Oh ja, und ich bin zum absoluten Noob geworden. Das sieht man vielleicht, wenn man bei mir guckt. Ich muss die mal ganz schnell mal hier eben wegmachen. Und falls euch jemand fragt, falls euch jetzt gerade wundert, wollte ich eigentlich sagen, warum ich heute nicht so ganz so gut spielen kann. Ich habe mich heute beim Sport verletzt und ich kann damit also nicht die A-Taste bedienen.
Ist bei dir schon alles durch? Ach nee. Wow, bei mir ist einer fast durchgekommen. Leck mich. Okay. So. Unterstützung. Nö, Unterstützung. Ach ja, Französisch. Also ganz ehrlich, ich merke schon sofort wieder, wie gut eigentlich die, was will ich denn? Das Gewitter ist. So, jetzt aber. Ja, wie findest du eigentlich die deutsch-französische Freundschaft? Oh, das ist eine Frage. Ist doch gut, Freundschaft. Die. Und findest du, dass, die vertraglich geregelt ist? Freundschaft auf Vertrag? Freundschaft auf Vertrag? Ja, wir haben ja natürlich auch einen Vertrag gemacht, ne? Ja, natürlich. Ohne den Vertrag wären wir schon längst keine Freunde mehr. Oh ja. Da kenne ich Geschichten zu, die brauche ich aber jetzt nicht erläutern. Okay, mir fallen jetzt keine ein, aber... Nein, das war auch nicht so gut. Das war gerade auch nur Ironie. Ich finde es einfach nur genial, dass man einfach so auf die Idee kommt, einfach Freundschaft per Vertrag darzustellen. Das kann ja nur irgendwie von Deutschland kommen. Da Deutschland ja alles vertraglich geregelt haben will. Tja, ist so, ne? Weil eben ist so. Hua! Also bei mir ist jetzt schon nichts mehr los. Tropfen die Fässer oder warum sind hier so Feuerstellen? Nö, das ist einfach Deko. Achso, okay. Das gehört zu. Welle 3 schon, wir haben was erreicht. Könnten eigentlich von oben auch Gegner kommen? Von oben? Nee. Ja. Wir haben hier nur Bodengegner. Okay. Das ist geil. Also dann schaffen wir auch länger als 25, das weiß ich jetzt schon. Das kann ich vorhersagen. Bin mal echt gespannt, wer nachher es geschafft hat so mit der... Mit der Wette? Mit der Wette. Ah, das werden wir dann sehen. Oh, scheiße. Also wir dürfen auf keinen Fall sterben. Das ist dann schon mal eine Voraussetzung für... Naja, stimmt, du bist mehr offensiver, oder? Nö, ich habe auch mehr Fernkampfsachen. Oha, das ist auch noch nicht schlecht. Na, warte. Zielen muss gelernt sein. Ich habe mein Zielwasser nicht getrunken. Trinkst du überhaupt Wasser, wenn denn heißt es Ziel-Cola? Ziel-Cola, ja. Das ist ja nicht wirklich Zielwasser. Jetzt habe ich mal kurz nicht aufgepasst, ne? Hua! Ach, du kriegst natürlich den Tod, den Schädel. Das ist ja sowas von typisch. So, ich habe bis jetzt noch nichts ausgegeben. Hast du schon was ausgegeben? Ja, siehst du ja. Ich will mal die letzte Verteidigung irgendwie machen, dass ich... Siehst du, du hast nichts ausgegeben. Lüg doch nicht. Ja. Alles voll mit Fallen. So, dass wenn hier es die Gegner hingeschafft haben, müssen sie noch die Bogenschützen umbringen. So ist mein Denken. Nennt mir ein Ziel. Auch nicht schlecht. Nennt mir ein Ziel. Oh, und das Geniale ist, ich bin nicht krank und wir müssen uns nicht fürchten, dass irgendwie... Dass eine Schnupfnase hier redet, ne? Ganz genau. Das war mehr ein Schwein, eine Schweinenase. Ja, das ist missglückt, sag ich mal. Mir ist gerade nur aufgefallen, ich habe hier nicht so ordentlich gearbeitet. Ich muss hier Ich wollte ja noch Spornpilze setzen, dann habe ich ja jetzt ganz verschlafen. Was? Spornpilze? Wir sind nicht in Minecraft. Hm, natürlich. Hey zusammen! Ja, ich bin geschädigt. Können wir? Oder was bastelst du da noch? Ich guck nur, ob das alles passt und das passt. Bau hier hinten irgendwie mal einen Mana-Brunnen hin. Hier, die Ecke hier oder so. Da oder da passt. Bei der nächsten Welle. Na gut. Da habe ich das Geld für und dann kann ich dann auch was eventuell verkaufen. Ach, du bist. Du wartest. Ja. So. Na, kommt her. Kommt her. Oh, jetzt kommen, glaube ich, die ersten Ogre auch bestimmt. Oder gleich auch schon... Ach nee, zum Glück nur ein Erdelementar. Also bei mir kommt zum Glück noch nichts. Bei dir kommt auf jeden Fall gleich im zweiten Teil dieser Welle bestimmt ein Erdelementar oder in der nächsten Welle. Also bei mir sind die schon ziemlich weit fortgeschritten, muss ich schon ganz sagen. Leckt mich doch, Hilfe, Hilfe, Matti. Kannst du gerade unterstützen? Aber bei meiner Seite ist noch nicht viel los.
So, jetzt muss ich nochmal kurz... Ach, das ist ja nur einer. Da hat doch das Gewitter gute Arbeit geleistet. Ach, stimmt, ich habe ja noch Gewitter, Entschuldigung. Ja, Gewitter macht wirklich viel Schaden und die ersten Einheiten sind da schnell weggerotzt. Tickt. Gerotzt? Ich will bei dir nicht ausrutschen. Ich will bei dir wirklich nicht ausrutschen. Ach nee, die scheiß kleinen Einheiten, ey. Ach, ich krieg einen Troll. Soll ich helfen? Nö, bleib mal bei deiner Seite. Warte mal, ich komm mal eben mit Gewitter rüber. Ja, ich hab ja selber Gewitter, also. Und der Troll kommt auch nicht weit. Oha, ich sollte wirklich bei meiner Seite bleiben. Eigentlich, wenn ich zwei Gewitter... Ach, du hast ja auch noch einen hingesetzt. Hilfe. Ich hab hier noch einen Troll. Rein zufällig. Hier rumlaufen. Na, ein Hänger. Da, das ist dein Geld. Das will ich mir nicht nehmen. Matti, geh auf den Goldmann. Geh auf Goldman 6. Troll, Dingsens. Kevin, ich brauch mal deine Hilfe. Einer ist weggerannt. Nein, er ist zur falschen. Komm mit Gewitter. Nein, ja. Ich hab ihn noch gekriegt. Geh auf Goldmann. Geh auf das Kapitalistenschwein. Ja, ich bin dabei. Den kriegen wir noch. Jetzt kommt erst das. Ah, den kriegen wir noch. Willst du ihn? Ach, ja, für deinen Mana-Brunnen kriegst du den. Genau. Wo denn? Warten wir erstmal die Runden ab. Also, wenn wir wieder Pause haben zum. Das ist meine. Hab ich jetzt schon gesetzt erstmal. Und sie wird euch umhauen. So, wo kommt denn was? Ach, da kommt ja schon was. Alter, wieder die ganz scheiß kleinen Dinger, ey. Ein Aufregen. Okay, es ist noch nichts durchgegangen, also war ich noch nicht schlampig genug. Ich war fast schlampig, da wär fast ein kleiner durchgekommen. Scheiß Oger. Alter Vater. Nein, Matti, Hilfe. Du musst bei mir auch nochmal Bogenschützen setzen. Ja, Matti, das mache ich. Da hinten ist noch einer. Ja, da sind die Bogenschützen. Okay. Entschuldigung. Oh, Mann, ey. Nein! Oh, jetzt. Scheiße. Nein! Oh. Das war peinlich. Aber du bist nicht tot, oder? Nein, ich bin nicht tot. Bist du tot? Nee. Ich glaube, ich war doch zu. Meine Maus ist zu schnell, das habe ich jetzt mitgekriegt. Ich habe die jetzt mal ein bisschen langsamer gemacht. Also ich habe da nur hin und her gewuchtelt, wo ich die beiden kriegen wollte. Okay. Du kriegst jetzt mal ein paar Langsammacher, die hast du dir redlich verdient. Nee, pack die lieber hier hinten hin, da vorne habe ich gut. Ja, ich würde aber sagen, dass ich die hier hinsetze, so zum Ende. Eine Reihe hier vor, genau, da. Genau hier so. Genau. So, jetzt kommen auf jeden Fall Feuermänner auf die andere Seite, dafür werde ich mein restliches Geld ausgeben. Damit hier keine mehr durchkommen, weil das war ja eigentlich nur die eine Seite. Alter, bei dir, du kriegst das so gut hin und meine ist immer so. So eine Lusche! So, vier müssten wohl erstmal reichen. Wo bist du denn? Ach, Rolle entfesseln würde ich auch mal klicken. So, und jetzt schaffen wir es bis. Oh Gott. Konzentration. Zwei Feuergeister habe ich hier. Weißt du, ach, die haben doch so kleine Dinger, die dann am Ende in die Luft gehen, oder was? Ja. Ja. Ach ja, wir spielen ja das DLC. Ja, Feuerwasser. Ich hab mich auch erst gewundert. Tja, ich wollte gerade sagen, hä? Feuergeister? Ich glaube, da ist Wasser. Die sind bestimmt sehr gegen Wasser anfällig oder so. Ja. Gibt's auch Wasserfallen? Es gibt. Wie Wasserfallen? Ja, Fallen, die Wasser sprühen oder so. Nein. Es gibt aber, das ein Feuer und ein Eisamulett. Ich denke, gegen Eis sind die auch sehr empfindlich. Ja, das mag sein. Nee, Wasser ist gegen Eis sehr empfindlich, denke ich mal. Allein schon, und auch gegen Feuer, gegen Schwefelfallen. Nein!
Er hat sich gerade noch halbwegs gerettet. Ich habe hier schön viele Flaschen. Leider sind die fast alle... Oh. So, schön. Schön noch weggeschnetzelt. Okay, dann packe ich bei dir gleich auch noch mal in den Eingang sowas rein. So was schön. Legen wir los. Drescher. Na, jetzt kommt nur auf deiner Seite. Oder? Ja. Nee, auch auf meiner. Oh, da kommen auch schon die ersten Gnolljäger. Oder wie heißen die Dinger nochmal? Ja. Ja, von. Ah, geil. Dafür ist das Gewitter 1A. Ich habe Wassergeist. Wasser, legen. Ich hab's dran. Ach, da kommen ja irgendwann noch so ganz große, ne? Ja. Da kommen noch ganz große und die können sich zusammenschließen, die kleinen Wasserlinge. Das ist das Blöde im Wasser. Ach, die schließen sich. Ja, so war das. Schon so lange. Da merkt man, dass es wirklich schon sehr lange her ist. Schließt euch bloß nicht zusammen, ihr. Och, da ist schon ein großer. Na, du großer Bub. Och, nee, das bringt ja nichts. So, Matti. Kannst du mir kurz unterstützen hier? So. Ja, das schaffst du doch. Ich habe hier leider ein Wasserlohr. Da könntest du mir gleich mal. Okay, ja, das mache ich mal eben. Hä? Hast du das gerade ehrlich so viel Schaden gemacht? Ja. Ich habe wohl gemerkt, mit welcher Attacke man das gegen die ankommt. Also da ist... Mit Schnittattacken, die sind sehr empfindlich gegen Schnittattacken, muss ich sagen. Nimm bloß deine Münze mit, die du da hast. Ja, hab ich genommen. So. Bei mir ist noch nichts. Doch, jetzt kommt da was. Ich bin gespannt drauf, wie lange wir wirklich jetzt schaffen. Ich auch. Ah, Gnolljäger. Aber man muss ja wie immer dazu sagen, wir sind... noch nubiger als sonst, weil wir einfach jetzt überhaupt keine Übung haben. Stimmt, ich hätte doch niedriger machen sollen, meine Einschätzung. Tja. Ich werde wohl verlieren. So wohl. Ah, scheiße, die Feuergeister gibt's ja auch noch. Na, bis jetzt ist ja nur wirklich so viel Leute. Also bis jetzt kann ich die bei mir immer gut weit vorne halten. Okay. Vielleicht brauchst du wirklich ein paar mehr Langsammacher bei dir. Ja, stimmt, weil Teer macht ja tendenziell immer langsam und nur Eisfallen machen ja nur, müssen ja wieder sich aufladen. Ich rede schon wieder mal um Brei. So. Ach, hier sind diese Wiederbeleber. Oh, wenn die... Manno. Oh, du schnappst mir auch noch das Geld auf meiner Seite weg. Ja, super. Entschuldigung. Willst du ein paar, du kriegst ein paar Langsammacher. Noch eine Reihe hier? Ja, ich glaube, ich setze mir mal die Mana dingsens bei mir hin, weil ich glaube, ich würde mehr gebrauchen. Ich möchte zweimal. Ach, dann habe ich mein Geld aber auch schon. Ah nein, stopp. Da vorne hin. Und dann Maxi? Ja. Guck mal eben. Willst du den Mana-Brunnen da haben? Und ich hab den meinen da. Oder reicht da einer? Einer. Weiß ich nicht. Vielleicht später brauchen wir einfach unser Mana. Also, ich glaub. Okay, denn ja, mach doch lieber den Mana-Brunnen dahin. Oder nicht erstmal fallen. Ich meine, später brauchen wir die Fallen. Jetzt brauchen wir vielleicht erstmal schon mal, dass du das Geld für Mana-Brunnen ausgibst. Okay, gut. Gut. Stimmt auch wiederum. Ist eine gute Logik. Ah, so. Bitteschön. So, dann mache ich mal. Ich muss noch ein bisschen bauen. Matti, hast du noch Geld für eine Teerreihe? Ich habe überhaupt kein Geld mehr. Nächste Runde gebe ich dir eine Teerreihe. Okay. Gut, ich hätte jetzt noch Verdrescher. Ich weiß gar nicht, ab irgendeinem bestimmten Zeitraum gibt's auch gar keine Wellen mehr. Keine Pausen mehr, meinst du? Ja, meine ich. Oh, wen habe ich denn da? Ein Feueroger? Also ich habe noch nichts. Feuer oder ja. Aber stopp. Nichts Großartiges. Schade, den hätte ich auch mit den Sporenpilzen bekehren können. Den anderen, den will ich haben. Wenn er nicht so langsam wäre. Ob es noch irgendwann mal ein Oxmastai 3 rauskommt. Na komm her.
Erstens wäre es ein Zugbrecher noch. Scheiß kleiner Zwerg, ey. Wiederbeleber-Zwerg. So. Nein! Kevin, Kevin, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na gut, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt darfst du da bleiben. Okay, gut. Boah, Feuergeist, Feuergeist, Matti, warte. Achtung, Achtung, Achtung. Hilfe, Hilfe. So. Ist das eine Leber? Herr Geldsack, Herr Geldsack. Ach, genau, mein Feuer-Oger. Heilt er sich? Nee. Das ist meiner. Ach, das ist deiner Schuh. Ja, das habe ich dir doch gerade gesagt. Ich höre nicht zu. Ja, das merke ich. Taub auf den Ohren. So, den einen da und den da. Und dann... Leck mich doch. So. So, das ist meiner. Der Sumpftroll soll bitte kommen. Oh, jetzt hat mein Gewitter den Sumpftroll tot gemacht. Oh, genial. Die Erdlinge sind ja auch nicht schlecht. So. So, jetzt habe ich hier hinten noch einen Troll. Und einen Wiederbeleber, den ich ganz schnell... Nein, Sumpftroll, bleib am Leben. Bleib am Leben, Sumpftroll. Der Sumpftroll bleibt am Leben. So. Der bleibt am Leben? Ja. Der wird nämlich meiner sein. Deiner? Oh ja. Hui. Sumpftroll, kannst du den auch bekehren hier? Hast du noch Geld für irgendwie so Bekehrungssachen? Ne, ich kann niemanden mehr bekehren. Okay, Entschuldigung, der ist jetzt auch eh gestorben. Jetzt gibt's so. Ah, er hat wieder so gut wie volles Leben. Oh, Entschuldigung, das ist ein Sumpftroll ist nämlich schon was Tolles, weil der sich selbst regeneriert und dann... Naja, das ist bei Trollen allgemein so, aber der Sumpftroll ist ja noch... Boah, scheiße, scheiße, schnell weg, die Scheiße. Oh, der Sumpftroll geht sogar durch die unsichtbare Mauer. Hast du irgendwas gegen Frostogern? Scheiße. Ah, dann krieg ich das Geld ja gar nicht. Was gegen Frostoger, Matti? Ach so. Ach nee, ist vorbei. Übel ist vorbei. Ein Wasserlord. Den will ich haben. Ich komm sofort mit meiner Waffe. Wow, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot! Oh, Kevin. Ich will den Wasser. Ich muss den Wasserlord haben. Da war ein Ohr zwischen, das hab ich nicht gemerkt. Achtung, Matti. Achtung, Matti. Da ist Frost, oder? Bei mir. Ah. Sag nächstes Mal Bescheid, ne? Ich komme dann sofort, wenn du wieder ein... So, der ist jetzt lieb. Der geht jetzt auf. Der ist auch lieb. So. Wer ist von... Wer gehört dir? Ach, der Feuer-Oger. Haben wir noch... Ach, da doch. Unten haben wir noch ein Problem. Oh. Oder wo? Ach nee, da. Doch, da bist du ja noch. Scheiße, Entschuldigung. Jetzt haben wir hier vorne ein Problem. Nein. Hilfe, Matti. Matti? Ja? Ich dachte gerade, die werden aus Skype raus. Scheiße. Nein. Kämpf mal gegen den Wasserlord, bevor mein... Hab ich. So, jetzt habe ich wieder... Ah, jetzt liegt da ganz hinten ein Stück Geld. Das ist ärgerlich. Zwei Langsammacher kann ich dir geben. Oh, danke. Dafür habe ich das Geld. Wo sollen die hin? Ich komme sofort. Ich packe nochmal eben einen Drescher hin. Wo, Langsammacher... Zwei in die vorne in die Lücken. Da. Nein! Einen habe ich leider nächstes Mal, Christian, letzten. Dann nimm den hier weg. Dann setze ich dahin und den da, genau. Warte, ja, so. Tretet euch nachher die Füße ab! So. Horde entfesseln. Na, warte, ich muss hier noch ein bisschen umdisponieren. Ach.
Ich muss gerade auch meine Hand ausschütteln. Das ist so. Oh, es ist so schrecklich mit diesen. Das fühlt sich an, als ob der Finger irgendwie gelähmt wäre, aber es ist eigentlich nur unglücklich gefallen. Naja, nicht gefallen. Ball ist drauf gefallen. Welle 13. Oh. 13? Okay. Ein schwerer Panzeroger. Der wird leider meiner sein. Wenn ich das mal so sagen darf, lieber Herr Panzeroger. So. Ich werde alles dran setzen, dass wir 25 Wellen schaffen. Boah, ist so krass, 25 Wellen, das ist so krass. Das ist wirklich... Oh, zwei Panzeroger. Soll ich helfen? Nee, ich hab zwei Panzeroger, sind meine. Ach so. Leck mio, das ist doch geil. So. Feuergeister, 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 Feuergeister. Ist das ein Zeichen, dass ich kommen soll? Nein, 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 das sind die scheiß Geister, die ein ganz viel Leben abdingsen. So. Komm denn nochmal, komm denn nochmal. Weil hier kommen Feuergeister und die können einen geil töten. Nein, nicht geil, aber die können einen töten. So. Achso, ist schon durch. Ach, du hast. Sagt's ja. Zwei. Heilen, nee, die heilen ja, tun die sich nicht. Nee, da musst du den schon. Ah, hier gibt's ja auch keine. Wow, 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 wow. Bombenwerfer. Bombenleger. Voll auf den Bomben. Voll auf die Bombenleger. So. So, 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 so. Scheiß Bombenleger, ey. Ich mag die Dinger nicht. Die Knoll, Gnadiere oder wie die auch heißen. Grenadiere. Ja, schon. Aber sie gehören mit zum Spiel. Ja. Krass. Die Troll habe ich mit Einschlag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich hier irgendwo ein Heilding? Ich hoffe doch. Ich muss jetzt ein bisschen auf Abstand kämpfen. Warum? Ich nehme zwar hier, glaube ich, den falschen. Jetzt brauche ich mal deine Hilfe, Kevin. Ich weiß. So. Scheiß Ding, ey. Ah, den oh, Kevin, ey. Ich bin geizig, ich bin gierig. Ja, das bringt was. Habt ihr da mal was hingeschickt? Ja, hat aber hat nichts gebracht. Ist doch schön. Feuerlords und Feuerladies. Feuerladies. Alter. Scheiße, ey. Alter, wirklich, ich muss sagen. Oh. Ich bin Feuerlord. Oh, wo ist der Geldsack? Wo ist der Geldsack? Wo ist der Geldsack? Ich hab ihn. Och man, das ist unfair. Das ist fair. Ich muss mal gerade eben meine Mana aufladen. So. So, aufladen. Nix. Ich verbrauche mal eben beide Mana-Brunnen. Entschuldigung, aber. Ja, mach das. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann schrei. Da bin ich wirklich auch. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich sehe schon dein Problem. Es ist ein heißes Problem. Ich vertrage die Hitze nicht ganz so gut. Ja, ich merke das schon. Mana, 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 Mana. Ich muss mal eben auf Feuerlord hier. Feuerlord sage ich schon, auf Geldsack hier. Bevor der... Okay. Ach, du hast es... Ach so. Gut, jetzt gebe ich dir. Ich kann ja auch, wenn du möchtest, kannst du noch eine Reihe dazu haben, denn. Da und da. Das sollte sie langsamer machen.
Gut, danke. Was soll ich dir denn geben? Ich habe noch 2000. Ich pack mal hier ganz unten schon mal eine Reihe von den Dreschern hin. Also bis jetzt sah es ja schon mal alles sehr gut aus. Ja. Gut, ich sag mal, starten, oder? Ja. Jojo. Oh. Magier. Oh, die sind schrecklich. So, die werde ich sofort killen. Nein, ich laufe schon weg. Ich muss erstmal sofort irgendwie eine Waffe gegen die finden. So. Och, jetzt kommen auch schon die nächsten und ich bin fast tot. Matti? Ja? Kannst du eben kurz bei mir aushelfen? Nur ganz kurz, musst du einmal hingehen. Ja. Muss mich gerade Mana erinnern. Oh, so viel! So, jetzt kann ich wieder hinkommen. Oh. Ich komme. Pass auf. Die Glitzerkugeln. Ja. Da musst du immer schön wegrennen. Oh, scheiße. Zyklopenmagier. Nein! Boah! Hau ab. Den mache ich jetzt. Okay. Ich kann aber... Ich könnte nämlich auch noch mal eine Heilung vertragen. Das glaube ich. Wow! Scheiß Pioniere. Das war die Meldung war wie immer zu spät. Und was vielleicht noch nicht alle wissen, jedenfalls bei Oxmox, da ist es so, im Endlos-Level werden die Gegner immer Stück für Stück schwieriger von Welle zu Welle. Ja, das, dann wäre es ja zu einfach, wenn es immer die gleichen wären und wir bessere Sachen bauen. Ja. Das stimmt schon. So an sich stimmt das schon. Oh, die Wassergeister kommen wieder. Nein, scheiß Knolljäger! Nein! Warte, Hilfe. Ich muss mich mal wieder regenerieren, weil wir sind... Okay. Ich übernehme wieder. Geh zu dir. Du brauchst es bei dir, glaube ich. Nö, bei mir wurde... So. Mein so. Sumpftroll. Okay, da muss ich ganz, ganz simpel gegen angehen. So. Scheiß Magier. Ich Geld geklaut. Okay. Ah, dann kann ich mir hier noch einen hinsetzen. Ich hoffe, dass jetzt... Okay, ich habe hier oben auch noch ein paar Waffen. Welle 18, also bis jetzt sieht es ja noch gar nicht so schlimm aus, ne? Wir haben zwar schon ein bisschen was verloren, aber... Keine von beiden Wetten sieht's schlecht aus. Na gut, die letzten Runden können natürlich dann... zum Verhängnis werden, das stimmt schon. Einmal Gewitter und dann nochmal ein bisschen draufdrücken auf die Tränendrüse. Erdfürst. Nein, nicht hinterher gehen, nicht reingehen, nicht reingehen! Ah. So, ich würde auch mal gerne wissen, ob... Oh, scheiße, Grenadiere. So. Ja, das war eine super Runde für mich. Heißt das, dass du schon bei dir zum Schluss, zu Ende bist, bei dir? Okay. Ja, oh, Erdfürst. Die Magier. Oh, scheiße, ich muss mich regenerieren, Entschuldigung. Soll ich nochmal? Okay, so, nochmal eben einmal das. Da. Scheiß Magier. Ja, der Magier, der ist doof. So, ich gehe voll auf den Magier los. Ach, der ist schon durch. Erdling. Bleib stehen. Ah, jetzt haben wir wieder Bauphase. Aber ich habe nicht viel gekriegt, muss ich sagen. Genau da. Soll ich nochmal... Da packe ich nochmal was hin und...
Oder soll ich lieber fallen nehmen? Nee, nee, Mana haben wir, glaube ich, genug Mana-Brunnen. Okay, gut. Oder? Ja, ja. Wenn du es sagst, dann hab ich's. Dann, ja, genau, dann würde ich lieber da noch Deckendinger setzen. Von dem Geld. Auf der anderen Seite habe ich schon, aber... Ja, das kommt dann mit der Zeit in Ordnung, ja. So, ich sagte mal, wir können sofort eigentlich gleich die Horde festen. Ja, gleich. Ich will mal meinen Troll hier mal... Ah, krieg ich den nicht weitergeschoben? Schade. Was machst du denn? Ich will mein Troll ein bisschen verschieben, aber er bleibt immer an seiner ursprünglichen Position. Und Feuer-Oger. Wow, schon gleich Magier. Schon gleich Magier. Ah, mal sehen, wie lange der noch durchhält hier. Wow. Die nächsten. Und so. Ich will nur nicht, dass die kleinen Einheiten hier weiterkommen. Bin gestorben, Matti. Oh, wer hast das geschafft? Magier. Geh mal eben hin. Ich brauch Hilfe. Wow, da krieg ich gleich zwei Kugeln ab. Da war ab Kugeln! Kevin! Jo. So, super. So. Wow, ein Ogre! Oh, jetzt müssen wir bei dir aufpassen. Ich hab überhaupt nicht auf meine Seite aufgepasst. Entschuldigung, das war mein Fehler. Ja, jetzt müssen wir... Wir sind geliefert, ey. Ja, ja, das sind wir nicht, wenn wir uns mal... Okay. Oh, Mann. Scheiß. Magier. Na gut. Ich glaube, meine Wette war doch nicht so scheiße. Nein. Verdammt. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir... Ich hoffe natürlich, wir kommen so weit wie möglich. Ja, natürlich. Oh, ah! Magier. Scheiß Feuergeister. Ich komme. Wow. So, helft doch mal mit. Kevin, die Seite ist wirklich wichtig gerade. So. Alter, krass. Alle Bogenschützen draufgegangen. Ich hoffe, wir haben noch mal einmal. Achtung, Pioniere. Gut, nächstes Mal muss ich wirklich meine Seite besser im Augenwinkel haben. Okay, mal. Ah, so. Wieder ein Geldsack. Ich glaube, bei 25 oder so ist noch einmal, oder? Ja, danach ist es nicht mehr. Nein! Die können gut viele mitnehmen in den Tod. Martin, kannst du bei mir eben mithelfen? Ja. Wow. So. Und laufen. Gut, kannst wieder rübergehen. Ach so, bist du schon. Ja, bin ich schon. Ach, jetzt ist es meiner. Wir heilen sich hier gegenseitig. Ich habe zwei Heiler und die heilen sich hier gegenseitig. Hast du noch mehr oder nur die Heiler? Nur die Heiler. Hast du auch den Geldsack gekriegt? Jo, der ist durch Fallen gestorben. So, dann stärke ich mal hier nochmal eben. Oh, wie viel von den Dingern jetzt hier kommen. Von was denn? Oh Gott, Kevin, du hast sie auch an der Backen. So. Oh, scheiße. Nein. Komm her. Ah, ich bin... Na, da konnte ich nichts mehr machen. Nein, ich auch.
Oh. 21, das ist Matti, ich glaube. Du kommst vielleicht sogar sehr gut mit deiner Schätzung hin. Ich will's aber nicht, dass du recht hast. Ah, oh Mann, ey. Scheiß. Oh Gott. Wenn die mich einmal haben, dann kann ich nichts mehr... Oh, 8. Nein. Geh mal zu deinem Spalt und mach auf Fernkampf. Ja, mach ich ja gerade. Achso, ich auch. Also bei mir klappt das ziemlich gut gerade. Also bei mir kommt keiner mehr durch. Bei mir hat's gerade ein bisschen geglitscht, weil da war. Wow. Ich kann auch gehen. Oh. Bei 22 ist doch auch noch mal eine zum Pause. Glück, ey. Ich jetzt die ganzen Münzen hier eingesammelt habe, dann... So. Kommen hier auch noch mal irgendwann mal Mana-Tränke oder sowas vorbei? Gut, Mana-Tränke sind ja jetzt nicht ganz so wichtig. Eigentlich den Mana-Brunnen verwende ich gar nicht schon. Die platziere ich mal eben um. Wie viel... Die platziere ich mal jeweils nach ganz hinten. Da werden wir auch am meisten sein, denke ich mal. So, und dann kommen... Ach, die Seite habe ich ja auch schon. Oder soll ich das Geld, was ich da investiert habe, lieber in Deckenfallen investieren? Ja, in Deckenfallen. Okay, gut, dann nehme ich die Mana-Brunnen weg, okay? Weil ich denke, Deckenfallen wird soweit erstmal strategisch, aus strategischer Sicht, denke ich mal, wichtiger werden. So, jetzt drüben auch nochmal... ein paar Deckenfallen setzen. So. Ich überlege gerade wirklich die Sporenfallen vielleicht doch wegzunehmen. Packt sie doch vielleicht weiter nach hinten. Ja. Ich verkaufe nämlich jetzt auch schon Eisfallen, weil die bringen mir bei mir nichts mehr wirklich. Um einfach Deckenfallen zu haben. Ja, aber... Ja, das ich packe gleich wieder welche hin. Achso, wenn du meinst, wenn du noch Geld für Terfallen hast, denn. Ja, ich hab alles ausgegeben. Okay, gut. Weil ich würde sagen, dass wir hier vorne dennoch noch so bleiben, strategisch, aber. Erstmal. So. Na, ja. Dann habe ich jetzt. Aber das ist dann günstiger, wenn ich hier vorne nachbessere. So. Ja, ich glaube, ich lasse das doch erstmal so bin ich mir sicher. So. Okay, ich kann starten. Ja, ich warte nochmal eben, bis ich... Guck nochmal nach hier unten, ob es so gut aussieht mit den Deckenfallen. Oder denn auch nicht. Ja, die werde ich mir erstmal holen. Die beiden. Ah, okay. Wenn du sagst 22 und wir jetzt sterben, das wäre doch krass. Ja, es ist ziemlich knapp. Dann sage ich mal Orakel Matti. Du kannst auch für die EM anfangen. Nächstes Jahr. Ah, obwohl. Komm doch mal her. Okay, komm doch nicht her. So, das ist Hammer, ey. Ja, komm her. Ja. Komm her. Du bist auch noch in meinem Inventar und du. Komm doch mal her. Ja. Da habe ich die doch mal sinnvoll genutzt hier. Was denn? Ich hab, 3 schwer gepanzerte Trolle und ein Frost, Eistroll. Oder Frost. Nicht Troll, Frost Ogre habe ich hier. Meinem eigen. Oder kann ich jetzt meinen eigen nennen? Ah, cool. Och, leck mich doch. Scheiß Magier. Wie sieht's bei dir aus? Ist nur doofe Magier da. Oh, ein Wasserlord. Relativ einfach sind die Dinger. Ja, mit deiner Waffe. Ich krieg ja auch noch einen, ne? Da musst du dich mal drum kümmern. Andere Seite. Bei mir ist noch ziemlich viel Probleme. Achso, ich will. Das bist du ja gar nicht. Ich hab gedacht, das wärst du, aber es ist so ein schwuler Magier.
Achso, ja gut, ich renne hier die ganze Zeit am... So, warte mal eben. Ach, ist schon vor... Oh, oh. Ist schon vorbei. Ja. Krass. So. Na, bis jetzt, so kann das bleiben. Ja, aber jetzt kommen wieder die schwulen Gnolljäger und bringen uns alle um nach einer Zeit. Matti, Hilfe! Ich bin tot. Also jetzt? 23. Verdammt. Pioniere. Troll. Wie sieht das bei dir aus, da hinten? Hilfe. Ach, der ist meiner. Ich muss mich mal eben Leben regenerieren. Ist der noch irgendwie... Ach, der ist befreundet. Achso, der ist deiner. Okay. Achso, der... Und der ist tot. Oh, Welle 23. Wir kommen deinem Ergebnis näher. Ja, also ich habe jetzt schon gewonnen, weil ich bin jetzt dichter dran. Ich habe gewonnen! Eigentlich. Ja. Ein Recht. Naja, müssen die immer noch bestehen. Im Moment haben wir S23, damit sind wir in der Mitte von uns beiden eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Wir haben diese Welle ja, die 24. noch nicht geschafft. Ja. Nein, komm schon. Ich bin gestorben. Ey, ich bin so ein Idiot. Ich bin zu offensiv mit meiner Fernkämpferin. Kämpfen wir eben hier nochmal einen, der ganz weit... Du hast ja die ganzen Mana-Brunnen verkauft. Ja. Oh, Eistroll. Na, komm mal her. Nein. Eistroll. Scheiße. Wo bist du? Auf der anderen Seite. Ich gehe jetzt nach, geh auch zur anderen Seite. Ach nee, die geht zur anderen Seite. Ja, mach ich. Wenn ich Hilfe brauche, sag ich schon. Kevin, jetzt musst du aber ein bisschen passiv kämpfen, weil wer jetzt stirbt, dann ist die Runde vorbei. Ja. Also meine Seite ist gereinigt. Ja! Oh, und wir können nochmal die Horden entfesseln. Ich will nochmal meine... Wenn das Geld übrig ist, gebe ich dir auch noch eine Dings, wenn du möchtest. Was denn? Okay, ich habe jetzt einen Mana-Brunnen, den platziere ich jetzt sehr zentral. Dahin. Ach, ich wollte hier noch Langsammacher hinsetzen. Ja, ich habe eins mal. So. Krass. Entschuldigung. Oder hat man gar nichts gehört? Obwohl, zwei verkaufe ich nochmal, die brauche ich hier hinten. Ich will nämlich meine Seite denn wenigstens hier mal einmal verendet haben. So, meine Wandstachelfallen sind zwar jetzt nicht wirklich zum Einsatz gekommen, ich habe ja auch nur wirklich nur einmal die Möglichkeit, die zu benutzen. Wo denn? Hier, oder? Hier. Ja. Da. Na gut. Ach, da. Okay, ja. Mach dich bereit. Kannst du noch dahinter setzen. Okay, gut. Ich bin bereit. Eigentlich, warte mal, noch nicht drücken. Zu spät. Egal. War perfekt. Eistrolle, ihr gehört mir. Mein Schatz. So. Ah, das ist doch gar nicht so doof mit dem Beherrschen. Dann werden die Teil... gut aufgehalten. Oh, es ist so genial. Die eine Waffe, da kann ich wirklich so gut die Gegner zurückschlagen. Das glaubt man gar nicht. Das ist so genial. Ich liebe diese Attacke.
Matti, ja? Hast du auch so Feuerlords wie ich? Nee. Wie sieht's? Feuerlord. Feuerdinger, Geister. Hinter dir. Nein. Wir sind gleich. Oh, krass. Ich hau schnell ab. Ich hau auch gerade schnell ab. Bei mir sieht's auch nicht besser aus. Lass die Bogenschützen lieber arbeiten. Ja, bei mir ist nicht so viel los wie bei dir, ne? So, der Feuerlord, der ist gleich tot. Herr Geldsack muss unbedingt sterben. Nein! Ja, wir haben es geschafft! Hä? Du bist gestorben. Ich dachte gerade, ich habe... Nee, ich bin nicht gestorben. Bei mir sind sie durchgekommen. Ach so. Herr Geldsack ist bei mir gerade auch durchgekommen, da ich da Dingsens war. Mhm. Ja. Na gut. Welle 25 steht hier oben. Also Welle 24. Aber na gut, Kevin ist dichter dran gewesen. Jeha. Na gut, aber wir haben wenigstens meine Erwartung sozusagen übertroffen. Wenigstens etwas. Ja. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir können... Oder wir werden uns vielleicht in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir das nächste oder den nächsten endlosen Modus machen werden. Ja. Und wieder mal mit einer nächsten Wette. Bis denn. Bis denn. Ciao.